Cool, deshalb warte ich jetzt auch. Das soll ein Spiel bleiben. Ja, ist auch richtig. Perfekt, gut gemacht, Rico. Oh, guckt euch an die Basis. Da, die nehmen wir erstmal. Oh, guck mal, das ist ein Wachturm auch. Die befestigen wir. Da befestigen wir die Scheiße draus. Also, alle rein und die Scheiße aus den Zombies prügeln. Richtig voll die Burgmauern drumrum. Und Stacheldraht oben. Ja. Ja, du weißt ja, ne? 17 Teile. Ich weiß nicht, ob du Walking Dead gesehen hast. Hör auf, hab ich nicht. Okay. Mokka braucht auch Herzen. Mokka braucht auch Herzen. So, einbrechen jetzt hier. Gibt's da nicht eine Tür? Nee. Vielleicht nur ein Ding kaputt machen, ne? Dann habt ihr nur noch einen Eingang dann wieder. Alle so. Auf einen raufhauen hier! Los! Haut alles, holt alles raus! Steinhacken! Minen? Zombies, Vorsicht, ne? Ah, Mokka hat schon Bogen. Qualitätsstufe 2. Sehr gut. Diese Zombies hier! Sterb! Alle raufhalten auf die Jungs! Oh, draußen! Draußen ist einer! Lucifer prügelt schon auf ihn, aber der ist diesen stark. Gut gemacht! Voll zusammengetreten quasi. Oh! Draußen sind Zombies! Zieh doch zurück! Da sind schon viele! Ja, auf das Military-Camp! Und hauf auf Waffen! Wir sterben oder sie sterben! Wir sterben oder sie sterben! Die sind schon tot! Da ist ein Zombie drin, ne? Oh verdammt! Hinter der Tür! Guck mal ins Zelt, ob da irgendwelches Loot ist! Auf die Steine, Leute! Mock, du musst da auch mal mitmachen. Ja, ich versuche jetzt eine Waffe für uns zu holen. Und eine dann, Waffe? Ja, eine Waffe. Das ist ein Military Camp. Was glaubst du denn, was hier ist? Kommt Zombie rein. Moin. Haha, Prügelparty, ja. Was denn? Hä? Oh, ist kaputt. Oh, den hat er weggesteckt. Hau da ab jetzt. Auf da oben auf den Turm oder so. Wie bist du da reingekommen? Ich bin reingelaufen! Da ist, sind zwei Sachen auf. Am Haupttor sind zwei Sachen auf. Ey, das hat. Ja. Haben wir bestimmt nie gehört. Ich hab einen neuen Knüppel, einen 110er Wooden Club. Ja, der ist schon gar nicht so schlecht. Der macht vielleicht sogar schon Schaden. Schnell, ey. Das ist auf jeden Fall die Beaver Bro Military Base. Das heißt, sie gehört uns allen hier. Die ist jetzt von uns beschlagnahmt. Ja, noch sind Zombies da. Wie wär's mit dem Bett? Hat er schon recht, ne, der Frankie? Oh, da müsste ich eigentlich bauen. Ja, eine Bedroll. Stimmt, gute Idee, danke Frankie. Heil dich mal eben, oder? Schon Level 10, Miss hier Crafting. Reinlaufen, hier reinlaufen, Jungen, komm mal hier rein. Nee, du kannst nicht rein. Okay, jetzt sind wir drin und ich bin draußen drin jetzt. Gib mir ein paar Meter Keule, zieh mir einen Knüppel über den Kopf. Alle in den Durchgang schlachten, oder? Macht auf jeden Fall Sinn. Aha. Hey, Rossi, moin moin, schönen guten Abend. Moin Rossi. Oh, hier sind Betten, Leute. Schön groß da, macht's auch Fun, ja. Wenn sich nicht ständig auf die Füße tritt. Okay. Oh, nice, direkt Leatherhood.
So, jetzt direkt die Scheiße. Oh, die haben alle. Alle sind schon da hier. Sag mal in-game was. Platziert eure Bedrolls. Okay, so. Platziert eure Betten, macht Bedrolls und platziert die erstmal, dass wir das hier erstmal schon mal eingenommen haben und dann können wir die Scheiße hier rauslooten. Wichtig ist. Mocker lootet vorher schon. Dass ich vorher schon mal loote, ja. Die wollen hier noch rein. Wie bei Walking Dead ist das. Wow. Endlich Urlaub, sagt der Rossi. Nice. Da Mocker ja auch frei hat, darf ich euren Stream schauen. Ausgezeichnet, Rossi. Urlaub ist immer geil, ne? Bei mir dauert das noch ein bisschen. Hat irgendjemand ein Health Pack oder so? Ich bin schon! Aua, aua, aua! Jetzt haben wir sind gefährlich. Ja. Hey, du wolltest diese Schwierigkeit haben. Ja, wollte ich auch. Okay. 2,5 Wochen ist was Feines. Na, hoffe doch bald, Coop. Ja, bei mir ist im August erst. Also zur Gamescom. Kurz vor Gamescom und dann am besten nämlich auch noch eine Woche nach der Gamescom. What the fuck? Wir müssen das hier nach und nach Zombie freikriegen. Bleib erstmal vorne in den Eingang wieder. Wo sind die denn Leute denn? Das ist ein Bär draußen. Wo? Oh, hab ich gesehen, ja. Sie sind doch voll infiziert hier mit Zombies. Leute, ihr müsst kämpfen! Hast du nicht noch einen Bogen gehabt? Hä? Du hast doch noch einen Bogen gehabt. Oh. Ich versuche die ganze Zeit, ich hoffe die ganze Zeit, dass ich eine Waffe finde. Oh, Gott sei Dank. Und dann willst du dann mit der Munition, die du hast, wieder nicht treffen. Genau, das, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist eine gute Idee. Der Bär ist draußen. Ich höre den Bär, der Bär filtert! Oh, der kämpft gegen die Zombies? Sauber, der soll sie alle auslöschen! Das war. Oh, ja, das schaffe ich auch noch. Das kriege ich hin. Was denn? Die Gamescom wird geil. Extrem gehypt. Ja, das ist so Spiel Bock Teamspiele. Mocke schnappt sich alles und lässt die anderen Leute als Zombie ablenken. Toll. Roketten. Ich wollte. Der Bär ist wütend. Oh, der Bär ist wütend. Der Bär ist richtig wütend. Ich versuche die ganze Zeit, pass auf, ich habe mit einer 110er Kolle. Lern doch erstmal die Schematics da, die du hast. Dann hast du mal ein bisschen freieres Inventar. Achso, das ist. Einmal drumrum. Achtung, der Berg killt auch euch. Ja, Schuhe, die Stiefel da anziehen. Wo die? Ja, die sind gut, glaube ich. Also besser als die. Ja, du hast gar keine, du warst barfuß. Das waren nur 2 Schematics, ne? Ja. Ich verstecke mich hier einfach nur. Achtung, der Bär killt. Ja, aber die Zombies gehen nicht von alleine tot oder so, ne? Hä? Die Zombies gehen aber nicht von alleine tot oder so. Du musst da ein bisschen Movement machen und dann mit der Wrench auf die Schnauze hauen oder sowas. Kann mich jemand hören? Brauche ich lieber eine Axt. Ja. Ah, ne? Oh, gut, dann auch nicht. Wenn der Bär von diesem Spawnpunkt von mir vielleicht das mir sagen. Wo ist denn dein Spawnpunkt? Der ist momentan draußen unter diesem einen Dach. Sag mal, habe ich hier keinen Stein oder was? Ich dreh durch. Der hat mich gerade als Momentan geht der Bär Richtung. Der geht gerade Richtung. Ja, Außenmauer. Ich würde das da nicht benutzen für, oder? Warum? Das ist eine Einser. Okay. Und auch in meinen Blunt-Weapon steigt er durch. Ja, du musst mal Blunt-Weapons lernen. Mhm. Hart. Riech mit auf Schnauze hauen, die Zombies hier. Ich will den Sledgehammer haben, ey. Ty sagt morgen immer die Anfrage an. Okay. Meine Kiste hier! Nom.
Dancest du dir einen ab oder was? Bei uns alles schick, Rossi. Jetzt wieder, jetzt wieder. Wir hatten gerade so ein bisschen eine Wutphase hier. Ja. Bettelnet sagt schon, aber du vergisst unten in den Regalen zu looten. Ja, ist doch alles gut. Könnt auch, wir haben doch, wir sind doch hier 20 Leute. Das können doch die anderen auch looten. Mhm. Da waren noch ein paar mehr Kisten. Sound gibt's auch keinen mehr. Sorry. Ich stand nur in der Wand. Das gibt's doch nicht. Ach, gerade mit dem Server, Rossi. Vielleicht Nacht, ja? Wir haben ein bisschen umgesponnen. Draußen sind noch so viele Zombies, Alter. Ja, so viele auch nicht. Ich hab da draußen richtig gerade was marschieren sehen. Oh, jetzt machst du schon zwei Schaden pro Schlag und statt einen. Nee, ich habe ja auch Ausdauer wieder. Achso. Nur für diese eine Kiste, nämlich die Wrench jetzt. Tut mir selber gerade in der Seele weh, die Wrench. Oh, habe ich nicht gesehen, Fiona. Oh, dann tut's mir leid. Was denn? Dass dein Hamster ist gestorben. Oh. Gerade eben. Oh, Mensch. Und das Internet abgestorben auch noch. Schon wieder? Ich dachte, du hättest das gerade hingekriegt wieder. Nee, tut mir leid für dich auf jeden Fall. Mein Beileid. Ja. Oh, hast du noch Stein? Oh. Da war der Bär. Mogga dichtet sich ja ab. Okay, da hinten. Chigatz. Chigatz, mach ruhig. Sag ich das auch. Gigatz! Oh, Mokka! Ruhig bleiben, Gigatz! Alles dicht machen hier! Eine Menge los da drauf! Ja, die Nacht kommt! Eine Menge los da draußen, ja! Das stimmt einer wohl! Alle für einen, Mokka, ne? Mach nur einen unten, dann kannst du da durchschlagen, wenn ein Zombie rein will! Ja, alle für einen hier! Lass sie mich vielleicht noch rein? Kommt alle rein hier, ich befestige. Ich hab auch noch Fleisch. Sehr gut, das lockt die Zombies an. Das lockt die Zombies an! Fleisch habe ich noch in einem anderen Raum. Hat jemand noch Stein, damit ich mir wieder eine Axt machen kann? Mokka verbarrikadiert hier alles. Ja, mal, dass kein Licht mehr rauskommt. Dann sehen die das, oder was? Ja. Okay. Okay. Also wenn mir keiner Stein hat, kann ich nicht mehr jetzt was bauen. Steine haben wir nicht. Der Boden. Der Boden gehört, sind Steine. Sind nur, hat nur 3000 HP, der Zementboden. Nächsten Tag brauchen wir viel Holz. Ja. Viel Holz am nächsten Tag. Das dauert nur mal einen Moment, soweit ich weiß, Kani. Also ich selber kann das auch noch nicht so gut, das Spiel. Der Mogga spielt hier. Mogga, vielleicht hast du da einen schnellen Tipp. Hallo Leute, hab eine Schmiede gebaut, aber die kann ich nur mit Amboss benutzen. Aber die kann ich nur mit der Schmiede herstellen. Was mache ich jetzt? Du musst einfach rechts, an dem rechten Rand, legst du Iron rein und machst die nur an. Dann schmilzt sie das da rein. Dein normales Iron und hat da so eine Iron-Ressource. Und wenn du davon 200 hast, dann kannst du dir da drin ein Anvil bauen, ganz normal. Siehste. Hoffe, wir konnten dir helfen, Kani. Liebe gute Kani. Okay, seid ihr alle da? Oh, ihr seid richtig viele. Wen haben wir denn hier? Platzname ist da, Pimp That Thing, Rico, G-Guards und Kathrain. Kathrain baut. Und Kathrain baut. Okay, der Plan für morgen ist, das ganze Ding zu verbarrikadieren. Und erstmal von Zombies zu befreien. Und draußen auch die äußeren Mauern zu verdichten. Ja, die äußeren Mauern müssen höher gebaut werden, alles. Nee. Ich habe schon 160... Von Bären befreien. Wir haben auch schon 170 Woodframes, habe ich hier. Oh, wenn da keiner rangeht, dann... Schade. Der Bär ist draußen noch wütend. Ja. Um die Mauern herum Spikes. Das ist die beste Abwehr am Anfang. Ja, stimmt. Ich baue mal ein paar. Oh, ich kann nicht reden dann. Spiff. Jo. Ich baue mal 87 Stück erstmal für kleine Spikes. Ich habe noch ein bisschen Holz gehabt.
die normalen Spikes, die Wood Spikes, nicht die Woodblock Spikes, oder? Ja, ja, die normalen Wood Spikes. Oh, da läuft der Bär gerade. Oh, da liegen schon ein paar Spikes draußen. Der Bär, der suhlt sich ein bisschen in den Spikes. Baue ich auch mal 84 schon. Der Bär, der suhlt sich. Also, Ziel muss sein, morgen früh dann eben drei bis vier Reihen eben. Einmal ums Lager rum. Ja, erstmal eine nur. Nein, drei bis vier, das geht schnell. Gibt es eine Möglichkeit, das HUD neu zu laden? Bei mir fehlt irgendwie die Anzeige in der Mitte. Ja, einfach neu einloggen. Genau, musst du auch mal eben machen, dann hast du auch die neue Anzeige, ne? Mhm. Jetzt sollte auch das Neue da sein. Wenn es denn funktioniert hat diesmal. Draußen steppt der Bär, genau. Draußen steppt der Bär, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist dein Mikrofon ist nicht. Doch, ist aber richtig, ist richtig. Funktioniert. Das, sicher? Nee. Dann ist es so. Ich dreh hier durch, Alter. Hier steht noch unten auf dem Wachturm, noch Platz. Schraub ich mal alles auseinander. Soll ich überschreiben, das ist einfach mir egal. Oh, hier wird's schon, guck mal. So. Jetzt sollte das gehen. Oh, ich hab glaube ich auch noch einen Tor. Ja, Rossi, man kann ja nicht immer gucken, ne? Das ist auch jetzt so ein bisschen eine Special-Woche jetzt hier, wo Mokka noch Urlaub hat. Und nächste Woche ist auch eine Special-Woche. Wo Mokka noch Urlaub hat? Mokka immer noch Urlaub hat, der Hund. Und ansonsten streamen wir ja immer abends, Rossi, das weißt du ja. 18.30 Uhr, sonst so ist die Zeit. Vorsicht, der Bär ist wütend. Und Mok lässt den Bären rein. Der Bär ist hier drin. Und Mok rennt dann auch noch weg vom Bären. Hau ihn, prügel doch den Bären. Der lässt dann den Bären rein, ey. Der Bär ist hier drin. Hau den Bären down. Oh, der Bär tot! Mok ist so ein Idiot, ey! Oh, wie kann man so ein Trottel sein? Er wollte immer nach draußen gucken. Guck mal, oh, was ist denn draußen? Weißt du, wie schnell der ist, der Bär? Mokka live, ja. Schon wieder. Ey, der Bär, der war unwahrscheinlich schnell. Oh mein Gott, ihr setzt meine Helden. Wie ist der Bär jetzt reingekommen? Der Bär hat sich durch die Tür gehauen, durch die verschlossene Tür ist da der Bär angegriffen. Lügner auch noch. Los, lock den Bär durch die Stachel. You're bleeding out. Das heißt, du wirst jetzt auf jeden Fall sterben daran. Ich glaube, das war nicht mein Rucksack. Das war deiner. Nein. Du solltest aber mal einen nehmen. Das war deiner mit dem Helm. Und den Bogen, doch, das war deiner. Nein, wo sind die Wrenches denn? Mokka? Ja, weg. Ne, die beiden Wrenches waren drinne. Müssen zwei Schraubenschlüssel drin. Das passiert, wenn man den Bären reinlässt. Der feiert jetzt Bärenparty drin. Ja, nee, der... Oh, Triple Minus von Yumi. Was denn? iView. Meine Sachen müssen irgendwo sein, da waren zwei Schraubenschlüssel. Hat der Mokka extra gemacht, denkst du, Stefan? Nein. Ja, Slapstick mit euch, ne? Das ist voll cool. Macht Spaß. Ey. Du, pass auf. Mir ist ein Unfall passiert und ich möchte mich jetzt offiziell... Warte. Ich stelle mich hier auf den Tisch. Ich möchte mich offiziell bei euch allen entschuldigen. Ich habe kurz rausgeguckt, habe den Bären gehört und dann kam er angestürmt. Dann habe ich nicht direkt schnell die Tür getroffen. Und das tut mir leid. Alles klar, Mann. Ich hab jetzt verdient. Darf ich da mal dran kauen? An der Borke. Wann kriege ich meine Sachen wieder? Ihr müsst doch jetzt nicht meine Sachen wegnehmen. Schau mal
nach, ob das jetzt deine Sache ist oder noch, was du noch fehlt. Bei mir fehlt irgendwie auch noch was. Ganz Klamotten. Ja, schon, kommt aber hin. Ey, das ist ein. Es tut mir leid, Leute, ohne Scheiß. Wir brauchen jetzt auch so ein paar Spezialisten irgendwie. Das muss ein bisschen organisierter ablaufen. Einer, der so hauptsächlich so Waffen bauen und sowas kann. Oh, was war das jetzt wieder, ey? Dann die Hellspar geht immer noch nicht, ne? Was doch, wenn du jetzt reconnectst, doch. Ja? Ja. Geh raus. Ich warte, bis Tag ist. Du bist ein. Oh. Ey, pass auf, ihr könnt das nachher alle sehen. Dann seht ihr das, wie was schnell. Genau passiert. Ja. Pfeilschnell. Warum aber überhaupt raus, nachdem ich du vorher Anweisungen gegeben hast, dass der nächste Schritt draußen morgen stattfindet? Ich wollte kurz gucken. Pass auf, man muss auch nochmal nach rechts gucken. Guck mal, wie wunderbar alles geht. Ja, jetzt hast du alles wieder repariert. Ja. Man darf ja wohl nochmal nach rechts gucken. Ich habe halt nach rechts geguckt. Okay, Pim that thing, invite. Verdammt, ich habe keine Pfeile mehr. Hm? Ist doch alles. Ne? Offline ist Pim that thing. Ja, offline. Das tut mir echt leid, Leute. Catherine, zieh dir mal was an, die Leute sehen dich. Verdammt. Ich wollte mal kurz schnüffeln. Ich würde mal sagen, geht, dann legt jetzt mal seinen Rucksack da oben hin, oder? Deine besten Faustkraft an. Für wer war das denn? Wer war das? Was ist denn los? Wer war das? Was ist denn da passiert? Wer hat die Stütze weggebaut? Wer hat die Stütze weggebaut? Irgendeiner hat eine tragende Wand weggebaut. Ich war es diesmal nicht. Ich war es diesmal nicht. Mokka, sagt Battle.net. Wenn ihr viel spielen wollt, spielt nicht wie Mokka. Ey, ich war es wirklich nicht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe Videobeweis. Videobeweis ist da. Ich habe nichts getan. Mokka, entschuldige dich. Von wegen. Du musst dich auf den Tisch stellen, Mokka. Okay, pass auf, Leute, ich stelle mich hier auf den Tisch und ich sage nochmal, ich habe nichts getan. Alter Schwede, was war denn hier los? Invite, Oculus, invite. Er möchte zu uns kommen. Okay, ist schon, auch schon, okay. Alle Freund hier. Alles da. Oculus, du solltest uns jetzt sehen eigentlich auf der Karte.